Das ist Leon Brando aus Altenstadt. Er hat ein Riesenproblem zu seiner persönlichen Herzensangelegenheit gemacht. Das Problem mit den Bienensterben ist ja überall immer mal wieder in Gespräch. Und ich kann mir einfach eine Welt ohne Bienen nicht vorstellen, da ohne Bienen es einfach kein Obst, kein Gemüse, kein Apfelwein gibt. Und in so einer Welt möchte ich natürlich nicht leben. Der 24-Jährige baut jetzt große Nistkästen für Wildbienen. Das Projekt ist seine eigene Idee, nachdem er im Rahmen seines VWL-Studiums in Marburg zum Thema Nachhaltigkeit etwas für Natur und Gesellschaft erschaffen sollte. Auf die Idee kam er so. Ich erinnere mich, als Kind bin ich über die Autobahn gefahren in den Urlaub und so nach ein, zwei Stunden Pause hat man mal so auf die Windschutzscheibe geschaut und hat da deutlich viele, sehr, sehr viele Insekten drauf liegen gesehen. Wenn ich jetzt heute selber in den Urlaub fahre und nach ein, zwei Stunden auf meine Windschutzscheibe schaue, ist da quasi nichts und das gibt mir schon zu bedenken. Das Know-how hat sich Leon Brando selber erarbeitet. Bei den Zimmereiarbeiten hilft ihm seine Schwester. Die Löcher nicht zu tief, nicht zu kurz bohren, so 5 bis 15 cm tief, 2 cm auseinander. Da meine Schwester Zimmerermeisterin ist, hat sie die nötige Expertise, mir da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber ja, das war ein bisschen frei von der Hand, sagen wir es so. Und das ist der erste Riesennistkasten. Ein paar Balken fehlen noch. Gebaut im Garten in Altenstadt, aufgestellt auf der Streuobstwiese des Vaters in der Nähe. Alle aus der Familie fiebern mit, auch der kleine Neffe Xaver. Wir haben ein Bienenmotel gebaut. Wir hoffen, dass da viele Bienen einziehen. Damit sie auch wirklich einziehen, braucht es dann nur noch zwei Dinge. Am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass die Vorderseite in Richtung Süden zeigt. Aber was auch besonders wichtig ist, ist, dass genügend Nahrung geschaffen wird für die Bienen. Also ein Nistkasten alleine reicht nicht aus. Es müssen auf jeden Fall Stauden oder Wiesenblumen gesät werden, damit es auch genug Nahrung für die Bienen gibt. Eine Blumenwiese kommt hier noch hin. Auch privat sollte jeder etwas für Insekten und Bienen tun. Das wollte Leon Brando unbedingt noch loswerden. Denn sogar auf dem kleinsten Balkon ist Platz für Pflanzen.